Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit Zubehör, denn ich habe hier mehrere Zubehörsachen für Star Wars Unlimited, welches ja jetzt aktuell startet mit dem ersten Set, der Funke einer Rebellion. Und ja, da gibt es einiges an Zubehör. Da gibt es noch mehr als das, was ihr hier seht. Aber ich habe vom Verlag auf jeden Fall hier diese Sleeves bekommen, die speziell für Star Wars Unlimited sind, welches auch, ja, gibt es auch in mehreren Ausführungen für Blau und Rot, für Rebellen und Imperium. Ich habe hier diese Game Mat, es gibt auch verschiedene Game Mats, habe ich diese bei einem Presseevent bekommen, packe ich aus und die Marker, denn im normalen ja, Set, in normalen Starterbox sind halt Papp-Tokens dabei, aber ich fand beim Presseevent diese Acryl-Tokens so toll und deswegen habe ich mir das hier bestellt und möchte euch jetzt mal zeigen, was es unter anderem eben gibt. Es gibt, wie gesagt, noch andere Sleeves mit speziellen Rückseiten. Es gibt auch Deckboxen von Game Genic. Gibt es wirklich hochwertige Deckboxen und Transportboxen speziell für Star Wars Unlimited, wo man auch außen quasi den Anführer reinstecken kann, sodass man ihn von außen sieht und sieht, welches Deck da drin ist. Ja, aber wir packen das mal aus und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Token an. Und dazu machen wir die mal auf. Und schütten sie auf, sind 55 Stück drin. Also wirklich eine ganze Menge. Und die kleben auch hier an der Hülle. Und da haben wir halt ja einige. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Und dann sieht man hier zum Beispiel, haben wir einfach einen Initiative Plastemarker. Das ja, ist nett. Also was ich muss sagen muss, ich bin ja normalerweise nicht so ein Upgrade-Typ, der unbedingt Metallmünzen braucht oder spezielle Ressourcen. Oft reicht mir die Pappe. Hier muss man sagen, man nimmt halt gerade diese Schadensmarker oft in die Hand und packt die hin und her. Und da ist es schon ein bisschen nervig, so das als Pappe zu haben. Insofern finde ich das eigentlich sehr, sehr schön. Und die passen halt auch optisch, sehen die toll aus. Wir haben halt hier Schadensmarker, die wir auf die Karten legen, um Schaden zu haben. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind wohl auch diese Worte, die da stehen, wohl angeblich wirklich aus dem Star Wars Universum Übersetzung dieser Zahlen. So tief stecke ich nicht in Star Wars drinne, aber diese Sachen, die können wir halt drauflegen, um Schaden anzuzeigen auf der Basis oder auf Einheiten. Dann haben wir hier so ein +1/+1 Marker, der halt anzeigt, dass man halt +1 Angriff, +1 Verteidigung hat. Wir haben weitere Marker, die hier noch solche Upgrades anzeigen, Verbesserungen. Oder eben auch, ja, Minusmarker gibt es natürlich auch. Die sind auch hier dabei. Was haben wir noch? Wir haben hier noch dieses Ausrufezeichen und auch noch so einen Marker. Also für verschiedene Aspekte, dass wir jetzt zum Beispiel die Anführereinheit, die Anführeraktion, diese legendäre Aktion schon genutzt haben. Das können wir damit markieren. Hier haben wir Schildmarker. Da gibt es auch zumindest ein paar davon. Man kann ja seinen Einheiten Schilde geben, die dann eben einmalig allen Schaden abhalten. Die können auch mehrere haben, also die Schildmarker sind auch dabei. Sind jetzt nur 4, ja, könnte vielleicht ein bisschen wenig sein, wenn man das so vergleicht, aber insgesamt auf jeden Fall schöne Marker. Und vielleicht hole ich mir nochmal so ein zweites Set an diesen Markern. Ich finde die einfach hochwertig, das sieht einfach toll aus auf den Karten, auf dem Spielbrett und irgendwie passt zu diesem Sci-Fi-Setting von Star Wars natürlich auch irgendwo ganz gut. So, als zweites packen wir mal die Sleeves aus. Und zwar auch von Game Genic natürlich, ist ja quasi der Asmodee-Ableger für allerlei Zubehör. Die machen natürlich auch eine ganze Menge für Star Wars Unlimited. Und man sieht schon hier, wir haben ganz normale Sleeves, also ohne Rückseite. Und wir haben Sleeves, die halt Rückseite haben. Ich möchte die jetzt nicht unbedingt auspacken, weil, wobei, vielleicht, ja, um mal zu sehen, wie die Stabilität der Sleeves ist, holen wir mal einen raus. Wir haben auf jeden Fall, mal gucken, diese Sleeves, die sind ganz okay von der Qualität her. Man steckt halt hier die Karte rein. Können wir eine Karte nehmen. Wenn wir hier zum Beispiel diesen Anführereinheit haben, dann stecken wir den hier rein und haben die halt hier drinne. Haben sehr stabile Karten und haben halt gleich thematisch hinten die drauf. Das ist natürlich auch etwas, wo wir sagen können, wenn wir verschiedene Decks haben, machen wir halt ein Deck in die blaue, ein anderer die rote Rückseite und dann andere
noch vielleicht ein transparentes Leaves und so weiter, dass man auch auf den ersten Blick sieht, welches Deck das ist. Ist sehr entspannt. Man muss ja nicht groß irgendwie die qualvoll reinstecken. Sie gehen wirklich rein, beziehungsweise es kann natürlich durchaus sein, ja, wird wahrscheinlich für Double Sleeving Pack. Ja, man, wenn man lesen könnte, steht ja auch drauf Double Sleeving Pack. Das heißt, man packt die erstmal in diese ja, normale mit Rückseite rein, nimmt sich dann eins der Matten, das sind auch solche Matten, nicht spiegelnden Links, und dann packt man die quasi andersrum hier rein. Und da bin ich jetzt nicht unbedingt der, der das jetzt überall machen muss, aber das ist halt so ein Double Sleeving Pack. Und dann hat man die Karte halt gesleeved. Man sieht halt hier ein bisschen, was geht von der Farbbrillanz, von der Illustration verloren. Man kann es immer noch sehr, sehr gut lesen. Vor allem aber, ja gut, ein bisschen spiegeln tut es doch, aber natürlich nicht annähernd so bei normalem Licht, wie wenn man jetzt ja, glatte hat. Und man hat es halt sehr geschützt, weil man halt doppelt gesleeved hat. Wobei ich sagen muss, das werde ich mal machen, kann man mal machen. Aber jetzt unbedingt werde ich sonst die normalen nehmen, denn es gibt eben auch ganz normal Standard Game Sleeves von GameJamic, die das Standardformat haben und mit dem man also auch ganz einfach diese Karten von Star Wars Unlimited 66x91mm auch sleeven kann. Also das wird meine normale Wahl sein, aber das ist schon ganz nett und damit natürlich dann im Endeffekt auch sehr sicher vor Beschädigung der Karten. Das waren die Sleeves. Und als letztes noch als Zubehör möchte ich hier mal die Playmat auspacken. Und da gibt es verschiedene Modelle. Unter anderem auch eine Double Playmat, also eine Playmat, wo schon beide Spielfelder drauf sind. Also das, was wir gleich sehen, quasi doppelt. Dazu muss ich mal ein bisschen rauszoomen, noch ein bisschen, klar. So. Und dann gucken wir mal an. Und dann haben wir hier, oh, braucht man gar nicht so weit raus, zoome ich zu mal ein bisschen ran. Haben wir jetzt hier unser Spielfeld. Und man sieht ganz gut, dass die verschiedenen Bereiche, und ich finde das mit den Todesstern im Hintergrund und den imperialen ja, Jägern bzw. Transportschiffen und Sternenkreuzern ziemlich cool aussieht. Da gibt es natürlich auch noch was mit anderen Symbolen, mit anderen Illustrationen. Ich finde die aber ziemlich cool, selbst wenn ich die Rebellen spiele. Man hat ja oben auf jeden Fall die Basis, legt man da rein. Hier kommt der Leader rein. Was bei dem Leader natürlich ein Problem ist, mit dem Double Sleeve würde ich dann nicht machen, weil wir haben natürlich eine vordere Rückseite bei dem Leader. Und da ist natürlich ein transparenter Sleeve einfach besser. Der kommt hier hin. Die Basis, die kommt hier oben hin. Und wenn wir dann quasi die Sonderaktion nutzen können, die epische Aktion, können wir ihn halt in die Bodentruppenaktion, in den Bodentruppenbereich reinlegen als Einheit. Was wir eben auch beachten müssen, wir haben eine Seite für Bodentruppen, eine für Weltraumtruppen. Die müssen sich immer gegenüberlegen. Also beim anderen ist es umgekehrt, beim Gegenspieler. Deswegen steht ja auch nur Units und nicht ja, Weltraum- und Bodentruppen. Bei dem Double, bei der Double Playmat ist das dann schon gekennzeichnet, dass sich quasi Bodentruppen gegenüberliegen und die Weltraumeinheiten gegenüberliegen. Genau, hier unten kommen die Ressourcen rein. Das heißt, die Karten, die ich halt abwerfe, ja, die Karten, die ich abwerfe, um sie als Ressource zu nehmen, kommen hier unten rein. Die werden dann erschöpft, wenn ich sie nutze. Der Initiative-Counter, wenn ich die Initiative habe, kommt hier links rein. Und hier habe ich natürlich mein Nachzugdeck, ne, wo ich von ziehe. Ich habe übrigens eine Basis. Können wir nochmal hinlegen. Und hier kommt dann am Ende mein Nachzugdeck und mein Discard-Pile. Und so hat man halt sehr schön alles drauf. Ist auch eine schöne weiche Oberfläche, wo man das alles legen kann. Ob diese Bereiche dann reichen, ne, man kann sicherlich wahrscheinlich, wenn man hier einfach Bodeneinheiten ausspielt, kann man wahrscheinlich zwei untereinander spielen. Hier sieht man auch schön den Foil-Effekt. Also der Foil-Effekt ist auch sehr schön gelungen bei vielen Karten von Star Wars Unlimited, sodass man die im Endeffekt, ja, hier unten auch doppelt vielleicht legen kann, wenn der Platz ein bisschen eng wird. Normalerweise legt man sie halt nebeneinander und nutzt sie dann. Ja, das war mein Blick auf die verschiedenen Zubehörteile, die ich zumindest jetzt hier erstmal habe. Wie gesagt, hier die verschiedenen Marker auch noch, von denen es natürlich eine Menge gibt. Wie gesagt, die normalen Standard-Pappmarker. Damit kann man auch super spielen erstmal, kein Problem. Ich wollte dann aber gleich die haben. Wenn man die einmal in der Hand hatte, sind die halt wirklich cool und dann will man eigentlich nicht mehr ohne die spielen. Ja,
Das war mein kleines Unboxing von Star Wars Unlimited Zubehör. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch so Zubehör passend zum Spiel wichtig ist. Also eine Playmat, solche Acryl-Token, wie ihr es mit den Sleeves haltet, ob überhaupt Sleeved, ob ihr normale Sleeves nehmt oder ob ihr solche Double Sleeving Packs nehmt, um sie halt noch ein bisschen mehr zu schützen. Das würde mich auch interessieren. Und am Ende, ja. Ach hier, ist übrigens, es ist ein Clear Sleeve drin in dem ganzen Pack für den Anführer. Das halt, weil der ja doppelseitig ist, hat man halt hier quasi für den Anführer, weil man den ja auch nicht in der Hand hat ständig, wie jetzt die Handkarten, einen ganz normalen Clear Sleeve. Für die anderen sind es halt ein Inner Sleeve und ein Outer Sleeve. Ja, interessant. Hinterlasst gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet. Hinterlasst einen Kommentar, was ihr von Star Wars Unlimited haltet, ob ihr das Spiel, ob ihr das interessant findet. Und natürlich gerne den Kanal abonnieren und mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischauen, meiner Website. Dort findet ihr unter anderem eben auch Artikel rund um Star Wars Unlimited. Ja, das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!